Wir reiten durch die Gegend nach Gondamon, yeah. Ja, willkommen zurück. Bei Ihnen hier auf dem Weg nach Gondamon. Oh, ein Wolf. Oh mein Gott, ist es ein Wolf? Nee, wir wollten. Ich hatte gesagt, wir machen Handwerk, habe ich gesagt, ne? Ich weiß noch nicht. Mache ich Handwerk oder mache ich lieber ein wenig Raftereik? Wie auch immer man das aussprechen möchte. Klingt alles so irgendwie komisch. So, bam. Felle. Ach komm, so ein Wolf kann man ja mal mitnehmen, ne? So den einen oder anderen. Was soll passieren? Außer, dass man die Bude zusammenschreit. Apropos Wölfe. Spinnen werden wir jetzt keine mehr finden. Wölfe werden wir noch welche finden. Und Billwisse werden wir auch finden. Nehme ich erstmal die Dinger rein. Vielleicht nehme ich die auch gleich raus. Ich glaube, ich werde aber diese Folge noch nicht nach Rastereik, sondern ich werde es ganz intelligent machen. Ich werde hier gucken, dass ich die Quests alle mache, abgebe, wie auch immer. Und dann werde ich Handwerk machen. Und dann, wenn ich das habe, dann werde ich hier Orte der Zwerge. Da muss ich eigentlich einmal nur mich auf ein Pferd setzen. Hier hinreiten, hier hinreiten, hier hinreiten, hier hinreiten. Und wieder zurück. Also ganz billig. Nichts Wildes. Der geplünderte Hafen. Ui. Ich habe auch so einen Hammer, ne? Der hat ähnlich viel. Da habe ich immerhin 1% auf Crit. Aber gibt's hier nicht geile Schultern? Das leichte Rüstung bringt gar nichts. Das mittlere, die ist aber auch richtig doof. 1,45, 1,90, 4. Na komm, wir nehmen den. Und der hat keine Folgequest. Schade. Finde ich ein bisschen doof, da der mal gar keine Folgequest mehr hat. So, hier oben ist auch nichts mehr. Da hinten ist noch eine Quest. Das ist aber auch nur die Aufgaben, die ich abgeben kann. Ich habe 5 von 5. Naja, also 0 von 5, besser gesagt. Ich kann sie alle abgeben. Sind aber mehr als 5. Toll. Seid gegrüßt. Moment. Ich nehme das mit den Schnäbeln. So, schmutzige Hallo? Flügel. Matte Schnäbel. Seid gegrüßt. Jetzt gucke ich mal kurz in meine Tasche. Ja. Ich weiß. So, das sind die Schnäbel. Da habe ich nur noch einen von. Da brauche ich ihn nochmal neu annehmen. Und von dem anderen, wo habe ich denn viel von? Oh Gott, ich habe viel zu viele zerbrochene Dolche. Seid gegrüßt. Wie viel habe ich noch? 2 habe ich noch. Ich könnte noch mehr Dolche abgeben, aber die sind alle irgendwie low. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach irgendwelche, ist auch egal. Matte Tier heute. Bam. Oh, was war das? Oh, was war das? Ich war das für ein Ding? Mein Gott, 6. Alter, Auftragslimit erreicht, das ist mir klar. Ach so. Ich habe 5 Turbinepunkte. Ich bin jetzt Bekannter der Einwohner von Bla. Hier, ich habe den Rang bekommen. Auftragslimit erreicht, natürlich. Ich bin jetzt Bekannter bei Turids Halle, deswegen. Ach, ich habe schon gedacht, was geht denn nur ab, ey? Was rastet der denn so aus? Mich schon gewundert. Kann ja wohl nicht sein. Ach, die kann ich alle wieder annehmen. Die sind alle noch nicht hoch genug. Oder ich bin noch nicht hoch genug für die ganzen Dinge. So, genau, nehmen wir die alle nochmal an. Aber ich kann die alle nicht einsetzen, weil 5 von 5 zurücksetzen kostet mich 10. Ja, am Arsch, ey. 10 Mithrilmünzen, die wollen mich doch echt natzen. Die haben sie doch nicht alle. 10 Stück, ey. Ist doch ein Geld ist. Apropos Geld, ich benutze jetzt mal hier so komische Dinger. Ist mir jetzt auch egal. Teile kriege ich eh andauernd. Kennen wir ja. So, erstmal ein bisschen saufen. Und apropos. Ja. Hey, es sind meine eigenen Gegenstände. Guckt mal hier. Ich habe Schrift der Hoffnung. Und ich habe eine Stunde Reiserouten umsonst. Und Landschaften, Landsoldaten. Und hier... Ja, alles Mögliche. Und weg. Und dann haben wir hier noch. Was haben wir hier drin? Ach, hier Handwerksbeschleunigung und Laufgeschwindigkeit und hier Taten. Ach, das hätte ich auch machen können. Ich mache einfach Taten, Bezwingertaten. Dann habe ich für jede Spinne und für jedes andere kriege ich doppelt so viele. Ah, guck mal, dann geht das doch alles voll schnell. Und wir haben noch Gold. 10 Gold und 700 Silber. Jetzt sind wir ziemlich reich, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt sind wir bereits ziemlich reich. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen auf Level 15, haben schon Kohle wie blöde. Ist natürlich ein deutlicher Vorteil jetzt gegenüber anderen, aber ist mir egal. Und was ich jetzt tun werde, ist nämlich, erstmal verkaufen. Erstmal muss ich ein bisschen was verkaufen, das ist ja alles viel zu viel hier.
So, erstmal reppen. So, verkaufen. Die Frage ist, ob ich jetzt diese ganzen Handwerksdinger hier, ob ich da jetzt schon mal ein paar von abgebe. Oder ob ich die erstmal noch behalte. Die Stiefel. Die kommen erstmal weg. Schwere Schneider habe ich nicht weg. Die Winzerüberhose ist auch total für den Arsch. Textfragmente brauche ich nicht. Drechslerkunst behalten. Die Felle, das Gemälde habe ich schon im Sippenhaus. Ein Pimentzweig, Kochrezepte, das kann ich auch nicht gebrauchen. Schneiderkunst, Felle, Schwefelbrocken war Schmiedekunst. Achate sind für Goldschmiede, das ist ein Schneiderrezept, das wird verkauft. Das ist ein Gelehrtenrezept, das wird verkauft. Das ist Goldschmied. Das ist Drechsler. 4 Macht. Weg. Der kostet 6, gibt 600. Das wird auch mal weggepackt. Der ist auch richtig doof. Das ist auch wieder Schneider. Miloch, den hatte ich schon ausgewechselt. Ne, wobei, der ist gar nicht so schlecht. Der hat 4 Schicksal, aber die anderen Sachen sind besser. Ärgerlich. Den Lederwickel, den brauche ich noch. Den Amethyst brauche ich nicht mehr. Ich brauche aber die Schuhe nicht. So. Da sind wir doch schon mal ein bisschen leerer hier wieder. Und ich hätte jetzt gerne einmal ein wenig Handwerk. Wenn ich das mal so sagen darf. So, der Drechsler. Erstmal mal den Förster. Dafür brauche ich eine Werkbank. Wo habe ich denn eine Werkbank? Ist das eine Werkbank? 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 Hier steht ein Drechsler, das wird doch wohl eine Werkbank sein, oder? Huch, falscher Knopf. Werkbank? Ah, die Werkbank. So, dann machen wir erstmal die ganzen gebürsteten Leder alle. Dann haben wir da gleich schon mal ein wenig hochgepusht. Wir haben auch gar keine Quest mehr hier. Total abgefahren. So, dann habe ich jetzt ganz viel gebürstetes Leder. Was ich mit diesem gebürsteten Leder machen soll, das kann ich noch nicht sagen. Aber ich kann hier eh nichts anderes machen, ne? Ich kann Ebereschenbretter herstellen und ich kann das Leder bürsten, aber mehr kann ich eh nicht machen. Wie mir scheint. Davon habe ich dafür jetzt jede Menge gleich. Was, von wem ist das hergestellt worden? Das hatte ich mir wohl noch selber geschickt. Oder hat mir mal irgendwer gegeben? Ist das hier eigentlich? Ah. Schicksal Rang 6. Ein dauerhaften Bonus von plus 30 auf Schicksal. Krass, dass ich den noch nicht eingesetzt habe. Ich bin überrascht. So, dann holen wir uns noch Ebereschenbretter. Den ganzen Batzen. Und dann, was gibt das? 8 XP. Und dann sind wir hier auch mindestens geübt. Dann haben wir dann die nächste Stufe. Und auf der nächsten Stufe können wir dann auch das nächstbeste Holz abbauen. Wie sich das gehört. So muss das nämlich sein. Weil das andere wäre irgendwie unsinnig, logischerweise. Und wir kriegen da noch ein bisschen XP für. Ja, 25 jedes Mal. Und wenn man mal guckt, da passiert relativ wenig da unten. Obwohl, guck dir mal an, wie viel das ist. Warte mal, ich lasse mal den Mauszeiger hier. Warte, der ist genau unter dem Punkt vor dem Fragezeichen. So, können wir jetzt ja mal gucken. Wir haben noch 22 Stück über. So, jetzt habe ich kritischen Erfolg. Und jetzt habe ich Handwerksgeschicklichkeit. Ich kann das einmal kurz abbrechen. Weil ich einmal hier... Ich habe einen Titel. Ja, ja. Weil hier brauche ich Ebereschenholz für. Und hierfür brauche ich Eschenholz. Okay, das ist ein anderes. Ich hatte gedacht, das wäre... da brauche ich das andere Holz für. Das ist also gar kein Problem. Das Leder kriegen wir sowieso ständig von den ganzen Viechern. Und hier, wir haben noch ganz viel Leder mit dem anderen auf der Bank. Das können wir alles hier rüber schicken. Und dann können wir alles fertig machen. Dann haben wir nämlich wie dem Gesellen auch schon voll viel. So, wir machen jetzt hier Ebereschenbretter auch noch. 8 von 400. Das gibt jeweils 8. Wir haben aber nur noch 19 Stück. Ja, das wird nicht reichen. Das schaffen wir nicht. Das ist ein bisschen viel. Außer wir critten noch diverse Male. Aber 5% ist arg wenig. Also das ist schon sehr unwahr. Und dann kriegen wir aber auch nicht, mehr XP, sondern es bringt dann einfach nur mehr Ressourcen, also das ist, oh. Ja, Abnutzung. Boah, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dieses Abnutzungsfenster. Krass. Apropos Abnutzung. Ich wollte doch hier mal die Sonderangebote gucken.
Das Inventar. Jede Menge Felder dazu. Nö. Jede Menge Felder dazu. Bankerweiterung. Gemeinsamer Lagerraum. Kostet nur noch 700. Was ist denn mal mit, Charakter. Upgrades, Tugenden, legendäre Felder, Handwerk. Ist der bei Komponenten drin? Ist das hier drin? Hier, den hier will ich haben. Den universellen Handwerkskasten. Weil der macht nämlich definitiv Sinn. 150 kostet der. Das Problem ist, ich hatte gedacht, ich könnte ihn vielleicht von dem anderen rüber schicken. Aber offensichtlich... Ach, ich habe keine Axt mehr. Ah, wie geil ist das denn? Ah, ich habe keine Förster-Axt mehr. Ja, nee, ist klar. So, komm mal her hier. Förster-Axt, wo bist du? Hallo, wo bist du? Das ist Drechsler-Werkzeug. Brauche aber den Goldschmied? Schneider? Ich hätte gerne so eine Förster-Axt. Musikant? Heiler? Hallo? Handelsmann, ist der vielleicht hier? Hallo, ich brauche so eine blöde Axt, kann euch sein. Benötigt ihr etwas? Obwohl... Quatsch, was mache ich denn hier? Ich kann doch... Was benötigt ihr? Ich kann die doch reparieren, ne? Ah ja, okay, perfekt, alles klar. Ich hab schon gedacht, ey. Ich hab schon einen Schock gekriegt hier. Ich hab schon einen Schock gekriegt. Ich wollte schon auf die Barrikaden gehen, hör mal. Ich wollte schon auf die Barrikaden gehen. Kann ja wohl nicht sein. Was ist das eigentlich? Schrift für plus 25% legendäre Gegenstandserfahrung. 60 Minuten lang. Mein Gott, was es hier erst gibt. Weil ich hier nie alles habe, vor allen Dingen. Ich habe so viel Zeug. Das ist echt unfassbar, weil ich in der, mit dem anderen Char alles angesammelt habe für einen Kram, den ich nie gebraucht habe. Weil, dazu habe ich, wofür hätte ich den benutzen sollen, ne? Jetzt habe ich gleich jede Menge eberischen Bretter. Und ich weiß noch nicht, was ich mit diesen machen soll. Aber ich komme bald auf die Meisterstufe. Das ist zwar noch nicht sinnvoll, aber Meisterstufe kann nie schaden. Man kommt ja eh nur hier auf die Meisterstufe, wenn man hier die Meisterstufe bereits hat. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr von dem Holz. Und wenn ich das andere Holz dann auch noch habe, dann ist das schon besser. So Bauer, da kann man einfach richtig schön mit ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit, kann man das hochpushen. Das geht relativ easy. Das ist der einfachste Job überhaupt, meiner Meinung nach. Und den Drechsler. So, wir können nämlich jetzt hier richtig schön nackt. Fernkampfwaffen Stufe 10. Ebereschen Bogen. Ah, ich will keinen Bogen. Hier wäre ein Wurfspeer. Was kann der denn? Der hat, naja, der ist ein bisschen schlechter. Obwohl der Schadensreduzierung hat. Schade. Bearbeiten. Ich muss mal eben hier gucken. Umtausch veralteter Gegenstände. Da haben wir natürlich jetzt nicht mehr, weil wir relativ neu angefangen haben. Da kann ich überall nur einen von machen. Warum eigentlich? Weil ich zu wenig grobe Lederwickel habe. Deswegen. Ich könnte aber Holzspäne machen. Ich könnte jede Menge Holzspäne machen. Und dann aus den Holzspänen wieder Bretter. Das geht zwar immer ein bisschen weniger, aber davon kriege ich, glaube ich, ich könnte mir natürlich jetzt auch, ich könnte mir auch 14 von diesen Dingern hier machen. Da habe ich 14 Bögen. Aber was bringen die mir generell? Hier ist noch ein Speer. Ist auch nur 7,9. Vor allem, warum zählt der Speer als Nahkampfwaffe? Ganz ehrlich. Wie dumm ist das denn? Die zählen alles. Nee, hier steht das Fernkampfwaffe. Ach so, Speer. Aber Speer ist nicht Wurfspeer, ne? Genau. Speer ist nicht Wurfspeer, ich erinnere mich. So war das. Das heißt, ich mache die Holzspäne alle und mache danach daraus wieder Bretter. Das ist jetzt irgendwie, weil da kommen jetzt mal 4 Stück raus. Das heißt, damit kann ich, glaube ich, ganz gut den Skill hochpushen, wenn ich das richtig sehe. Problem ist, dass es immer ein bisschen weniger wird und man nicht unendlich lang pushen kann. Das ist immer blöd. Das ist, man verbraucht das Ganze dann auf Dauer. Huh, Katze. Komm mal her. Erschreck mich mal, ey. Springt hier voll auf den Schreibtisch, ey. Unglaublich. So, ich sehe gerade... Ach Gott, die Zeit ist schon wieder um. Mein Gott, wir haben nur Handwerk gemacht. Ist ja schrecklich. So, die anderen... Ach, nur mal, sind wohl 14. Guck mal, ja, aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge und ja, ich sage mal bis morgen, macht es gut. Tschüss.